Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In der heutigen Anlageidee sprechen wir über den Nasdaq 100. Die Technologiewerte in den USA sind gestern nach der Fed-Sitzung ja ziemlich gut angelaufen. Und wie Anleger jetzt auf den Nasdaq setzen können, das verrät uns Patrick Kesselhut von der Société Générale. Hallo Frau Anatsch. Hi Herr Kesselhut, schön, dass Sie da sind. Freut mich. Ja, was umtreibt den Nasdaq 100 aktuell? Ja, wir hatten so ein bisschen Belastungsfaktoren in den letzten Wochen oder wenigen Monaten. Da kamen natürlich einige Dinge auch zusammen. Omikron-Krise hat natürlich sämtliche Börsen belastet. Dann die erwartete Zinswende in den USA. Wie drastisch würde die Fed oder wird sie wahrscheinlich den Gürtel enger schnallen? Jetzt Erleichterung eben, wie schon angesprochen von Ihnen, nach der Sitzung gestern. Es kommt wohl doch relativ so, wie es dann auch erwartet wird oder vom Markt vorweggenommen wurde. Also Entwarnung erstmal hier. Die Tech-Werte haben wieder mit einem positiven Schub reagiert. Von daher sind hier erstmal anscheinend offenbar die größten Schwierigkeiten verdaut und momentan der Index wieder auf dem Trend nach oben, also scheint wieder zumindest Fahrt aufzunehmen zurzeit. Welche Impulse sind jetzt noch zu erwarten? Jetzt kommt es natürlich darauf an, wir haben ja das Bewertungsthema, die Frage ist immer, wie hoch werden die Gewinne aktuell bewertet, da sind natürlich die Tech-Werte sportlich bewertet, immerhin oder immer noch, das sind sie aber auch schon in den letzten vergangenen Jahren immer gewesen, weil ja die künftigen Gewinne hier auch schon vorweggenommen werden bei dieser Form des Index. Man sieht es ja am Trend des Nasdaq schon seit vielen Jahren steil bergauf. Das liegt daran, dass einfach die enthaltenen Branchen halt Zukunftsbranchen sind, wo tendenziell auch die künftigen Gewinne eben anfallen und das Gewinnwachstum eben wirklich überzeugt und auch nach wie vor in Ordnung ist und auch für die nächsten Monate, Jahre eigentlich weiterhin wachsen sollte. Von daher sieht grundsätzlich der Gewinntrend erstmal weiterhin positiv aus. Wir haben jetzt einen 5-Jahres-Chart hier. Wo könnte die Reise hingehen? Also muss ein bisschen vielleicht auch mit volatileren Kursen rechnen einfach zurzeit, weil das Börsenfahrwasser wird nicht jahrelang so bleiben, wie wir es hier in diesem Chart sehen. Steiler Anstieg in den letzten 5 Jahren, natürlich nach Corona nochmal stark beschleunigt. Der Einbruch war relativ überschaubar, zumindest auch bei den Unternehmensgewinnen. Nicht so drastisch wie in anderen Bereichen. Seitdem ein steiler Aufstieg, das wird so natürlich nicht jahrelang weitergehen. Es wird sicherlich irgendwann auch wieder eine Seitwärtsphase kommen oder eben eine Phase mit stärkeren Kursschwankungen. Aber grundsätzlich der Trend sollte weiterhin nach oben zeigen. Und wie können Anleger sich in solchen Marktphasen beim Nasdaq positionieren? Wenn man eben nicht mit allzu stark fallenden Kursen rechnet, bieten sich strukturierte Produkte wie Zertifikate an. Das können Aktienanleihen sein, das kann aber auch ein Bonuszertifikat sein mit einer Barriere, die entsprechend tief liegt, sodass man noch einen Kurspuffer hat. Sowas wären geeignete Anlageinstrumente, um so einen Trend dann auch zu begleiten. Und Sie haben uns ja heute auch ein Zertifikat als Anlageidee mitgebracht. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie funktioniert das? Ja, das ist hier ein Bonuszertifikat, ein ganz klassisches Bonuszertifikat, was eine gewisse Laufzeit hat und eine Barriere, wie schon angesprochen. Die Barriere ist im Produkt bei Emissionen eingebaut. Die liegt jetzt hier im Beispiel bei 11.000 Indexpunkten des Nasdaq. Diese darf während der Laufzeit eben nicht berührt werden. Dann kommt es zu einer Auszahlung von einem festen Bonusbetrag, der auch bei Emissionen schon feststeht. Der Bonusbetrag sind hier $194. Die bekommt man umgerechnet in Euro am Laufzeitende zurück, wenn man das Produkt bis zum Laufzeitende natürlich auch hält. Entstehen dabei auch laufende Kosten für die Anleger? Man hat natürlich den Unterschied zwischen Geld- und Briefspanne, man nennt das Spread, zu tragen als Anleger. Ansonsten sind weitere Kosten erstmal nicht sozusagen relevant. Natürlich die beim Broker anfallenden Transaktionskosten, das ist klar. Was hier noch zu beachten ist, natürlich man hat ein Währungskursrisiko, weil die Auszahlung letztlich in Dollar erfolgt, umgerechnet in Euro. Es gibt auch Quanto-Produkte, da ist das eliminiert, aber hier, das ist kein Quanto-Produkt. Und das Bonuslevel, wie gesagt, 119.400 Punkte umgerechnet, dann immer in den Bonusbetrag, der sich daraus errechnet. Das sind die Konditionen und bei einem aktuellen Briefkurs von 156 Euro ergibt sich eben eine Rendite PA von 9,5%. Und dafür muss sich der Nasdaq 100 eigentlich nur in der Spanne von 11.000 Punkten und 19.400 Punkten bewegen? Genau, richtig. 19.400 Punkte. Er kann auch darüber hinaussteigen. Dann würde man auch darüber partizipieren. Man ist also nicht begrenzt nach oben hin. Diesen Mechanismus gibt es auch. Der nennt sich dann Cap, dass man noch eine obere Grenze hat, bis zu der man nur partizipiert. Sowas sind Produkte für Märkte, wo man nicht mehr allzu viel Potenzial zutraut, wo man sagen kann, okay, nach oben hin sind wir schon sehr gut gelaufen, aber dass es noch viel weiter geht, unwahrscheinlich. Also begrenze ich mich nach oben, das kann dann Sinn machen, weil dann die Rendite für den Seitwärtsmarkt eben noch höher ist. Dann hätte man nicht 9,5, sondern vielleicht 11-12% beispielsweise. Das muss jeder Investor so ein bisschen selber einschätzen, wo er da das Potenzial hier vom Index sieht. Hier, wie gesagt, ein ungekapptes Zertifikat und der Puffer sind immerhin über 30%. Rückgang könnte der Index noch sich erlauben und man würde immer noch die 9,5% verdienen, also wirklich ein Produkt, was eine ordentliche Rendite bei einem wirklich großen Puffer zurzeit auch bietet.
Herr Kesselut, wenn wir noch mal abwägen, was sind die Vorteile, die Anleger mit dem Produkt haben und welche Risiken gibt es? Der Vorteil ist, ich bekomme eben eine feste Summe ausgezahlt und habe einen entsprechend großen Puffer, der natürlich aber halten muss über die gesamte Laufzeit. Dann habe ich eine Seitwärtsrendite verdient, egal was der Index macht. Der darf halt nur die 11.000 Punkte nicht berühren. Der Nachteil ist natürlich, oder die Risiken sind, dass eben dann die Barriere doch erreicht wird. Dann fällt die Rückzahlung wesentlich geringer aus, nämlich so, wie sich der Index entwickelt hätte, wenn man ihn direkt gekauft hätte. Man kann also deutliche Kursverluste auch erleiden, obwohl es ein Anlageprodukt ist, das ist klar. Man hat auch das Währungskursrisiko. Euro-Dollar ist hier zu berücksichtigen und dann natürlich noch das Emittentenrisiko, weil es eine Inhaberschuldverschreibung ist. Und an wen richtet sich so ein Produkt? Es richtet sich an Anleger, die grundsätzlich eine positive Meinung über den Index haben, also Kurssteigerungen zutrauen oder eben moderate Kursrückgänge. Also eher auch ein defensiveres Produkt ein bisschen. Wie defensiv es ist, das kann der Anleger selber entscheiden, indem er sein Barrierelevel wählt. Man kann ja auch nicht 11.000 Punkte wählen, sondern 10.000 oder 9.000. Dann hat man noch mehr Puffer. Natürlich schmilzt dann auch die Rendite ein bisschen ab, aber damit kann der Anleger selber seine Parameter festlegen, gemäß der eigenen Risikoneigung. Also ist es jetzt eigentlich nur ein Beispielprodukt, und wenn man auf Ihrer Website guckt, findet man auch noch ähnliche mit einer anderen, also mit anderen Konditionen ausgestattet. Genau, wir haben ganz, ganz viele Bonuszertifikate auf diesen Index, aber natürlich auch viele andere Basiswerte. Und man kann auf sg-zertifikate.de die Produkte relativ leicht finden über eine Suche. Da kann man dann nach Barrieren filtern, nach Laufzeiten. Man muss ja auch nicht ein Jahr wählen, man kann ja auch kürzer wählen. Wobei es noch wichtig ist zu erwähnen, diese Produkte muss man nicht bis zum Laufzeitende halten. Man kann sie auch jeden Tag, jederzeit wieder verkaufen, weil die Kurse durchgängig gestellt werden vom Emittenten. Und von daher ein schönes Beispielprodukt eben. Herr Kesselut, danke schön. Gerne geschehen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß beim Investieren und bis zum nächsten Mal.